Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Wow, war das gerade eben schon am Anfang direkt ein kleiner Ruckler oder so? Es geht wieder rund mit den normalen Overwatches. Also wir haben ja gesagt, wir brauchen die einfach doch mit der Reaktion. Ja? Ich gucke jetzt also wieder zu und kenne das Overwatch noch nicht. Aha, Mr. Gauner. Naja, könnte gut predicted worden sein oder eben Richtung Wallhack gehen. Wir haben ja gesprochen mit den Overwatches, es hat sich erstmal herausgestellt, dass wir die oder dass ihr die gerne wieder sehen wollt. Natürlich nicht täglich, ganz klar, aber das gerade in den Momenten, wo ich sehr wenig Zeit habe, dass es da optimal ist, Overwatches zu bringen. Ist er da am Bunnyhoppen? Weil sie schön kurz sind, ne? Ich nehme die jetzt für euch auf, ich habe die Mucke im Hintergrund an, hört ihr? Ja, und dann nehme ich das auf, drücke am Schluss auf Ende und dann ist es fertig. Dann kann ich euch einfach mit den neuesten Informationen versorgen und brauche nicht eine Stunde lang aufzunehmen, dann 3 Stunden schneiden, dann 2 Stunden rendern und dann nochmal 2 Stunden hochladen. Also ihr merkt, für ein normales Video geht wenn ich es an einem Tag mache, ein ganzer Tag drauf und das ist für mich nicht möglich im Moment. Ich habe so viel am Hut, dass ich da nicht richtig schön reinhasseln kann. Nun ja, soweit... So gut, so viel dazu. Warum ist er denn da am Hüpfen wie so ein Dödel? Da sieht er doch nichts. Also wenn er jetzt kein Warlock hat, sieht er doch nichts wegen dem grünen Scheiß. Also, dass er den rechts, der Klaus, das nicht direkt angefindet hat, weiß ich nicht. Ja, weil es schaut schon so ein bisschen nach Warlock aus. Aber er hat sich gar nicht für den rechts interessiert, der an ihm vorbeigeschlappt ist. Grandios! Aber ja, dann hat er doch ziemlich hart gepimmelt. Man hat den rechts neben ihm gehört, deswegen wusste er auch, dass da dann einer ist, weil man hat ihn dann schon steppen gehört, klar. Der Headshot ging, vor allem der zweite Schuss, also dieser Headshot ging ziemlich krass rein. Müssen wir halt mal gucken, was er jetzt so treibt. Also ich würde vielleicht so ein bisschen auf Wallhack schließen, wobei er da jetzt schön am Durchbangen ist. Mal gucken, ob er weiterbangt, auch wenn der schon lange vorbei ist. Komm noch einmal, damit es legit ist, vielleicht nochmal. Ihr müsst immer bedenken, man muss wirklich immer dran denken, dass es ein extremer Profi sein kann. Also ohne Flachs jetzt, das sollte man nie vergessen. Ich denke, wir haben alle schon Profi-Gameplay gesehen und gerade für sehr unerfahrene Spieler sieht eben Profi-Gameplay schnell wie ein krasser Cheat aus. Und das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig, dann zu... Naja, wir werden es ja wieder sehen, wie es eben in den Kommentaren aussieht. Da ist ja meistens die Stimmung eher gesplittet. Die eine Hälfte sagt ganz fest, so ist es, und die andere sagt ganz fest, so ist es nicht. Und auf beiden Seiten gibt es die Profis, die sagen, keine Sorge, ich habe Counter-Strike studiert, ich habe Cheats früher selbst, ich war mal früher in Cheat, ich kenne das, ne, so ungefähr. Aber naja. Was würdet ihr bis jetzt sagen? Und vor allem, was haltet ihr von folgender Idee? Ihr fandet es ja nicht schlecht bei der anderen Option der Overwatches, die wir jetzt aber doch nicht machen, dass ich euch nicht so sehr beeinflusse. Soll ich einfach, wenn das fertig ist, mich dann bei euch verabschieden, Video ausmachen und eben nicht zeigen, was ich schlussendlich gedrückt habe. Und damit wir uns dann eben in den Kommentaren darüber austauschen können, wie ihr so entschieden habt. Weil ich denke, es ist auch nochmal ein Punkt, der natürlich sehr beeinflussend ist, wenn man am Ende sieht, was ich eben dann einfach drücke. Also wofür ich mich dann letztendlich entschieden habe. Weil diesen Sachverhalt fanden einige sehr cool. Dass man nicht von mir beeinflusst wird. Und das könnten wir so natürlich, ich rätsel jetzt zwar mit, wow, was war das gerade für ein langsames Aim. Ich glaube, hier hat man auch nochmal gesehen, er hat den anderen unten im Blick gehabt durch die Wand und hat deswegen den oberen erstmal nicht angeaimt. Er wusste, der sieht mich nicht. Und ich beobachte erstmal durch den Van, was der andere macht. Die sind beide da hinten. Er hat schon echt krasse Sprünge drauf, ne, dieses Rumgehoppel und so weiter und so fort. Movementmäßig ist ja gar nicht so übel, will er da direkt durchhoppeln? Er ist fix unterwegs. Ich teste das hier jetzt einfach mal und ihr sagt dann, was ihr davon haltet. Weil so hätten wir beides. So haben wir meine Reaktion. So haben wir die Überlegung, ob es, was es, wie alt er ist. Also ich würde hier übrigens mal direkt sagen, dass er wahrscheinlich 16 Jahre alt ist. Und das Spiel gerade ganz frisch spielen darf. Von seinem Vater aus. Ja, von seinen beiden Vätern aus. Wow, hat durch die Ding noch angeballert. Heide, nein. Wir haben diesen Punkt, Reaktion. Klaustrophobie, ja. Und des Weiteren eben noch den Fakt. Oder nee, nicht den Fakt, aber eben den Fall, dass ihr nicht so sehr von mir beeinflusst seid. Wir testen das mal in diesem Overwatch jetzt dann. Also wenn es gleich fertig ist und es darum geht, wie er zu bewerten ist, werde ich dann einfach mich bei euch verabschieden, ausmachen und dann meine Bewertung eben treffen. Und dann sehen wir uns oder hören wir, schreiben wir uns in den Kommentaren. Und wir sehen uns und hören uns auch später im Livestream. Heute ist Livestream, was heißt später? Um 18 Uhr ist er schon. Ich denke, ich lade das Video für 17.45 Uhr hoch. Das heißt, ihr habt dann eine Viertelstunde Zeit, hier gemütlich reinzugucken. Wahrscheinlich geht es 8 Minuten oder sowas. So sind die Overwatches im Schnitt lang. Und dann
Er weiß sehr, sehr genau, wo sie stehen und wann er zu laufen hat, wann er freie Bahn hat und so weiter. Und er kann auch wirklich schön rumhoppeln. Mal gucken. Das ist ein Gauner, oder? Ja, was würdet ihr sagen, wie er so drauf ist? Ich sage, er möchte gerne Börsenmakler werden und hat so eine Diddlespar-Dose, nehme ich an. Ja? Und Rotz in der Nase. Jemand, der immer Rotz in der Nase hat, durchgehend. Okay, er überlässt seinen Mates auch mal was. Wie sehen denn die Stats aus? 31-3. Der letzte von ihnen hat 6-7. Der erste von den Gegnern 13-16. Der letzte von den Gegnern 1-16. Immer mal so ein bisschen die Ding bilden. Hm. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich freue mich, dass wir es wieder so machen wie früher. Und ich bin auch noch gespannt, was ihr dazu der restlichen Machart sagt. Er hat schön in der Luft gefressen. Ob wir es ebenso machen sollen. Guck mal, da hat der eine aber schön mit der MP. Das ist ein Dreckarsch, oder? Oben kommt noch sein Mate. Achtung, pass auf. Ich überlasse es euch. Was würdet ihr sagen, was man ihm drücken sollte? Dem verschissenen Gauner. Was glaubt ihr, wie er heißt? Also, wenn ich so seinen Spielstil sehe, ja. Übrigens, habe ich gesagt, dass es ein junger Mann ist? Ja, ne? Habe ich überhaupt schon das Geschlecht bestimmt? Das ist eigentlich das Erste, was ich früher gemacht habe. Erstmal das Geschlecht bestimmen. Ich gehe von einem Jüngling aus. Alfred liegt mir irgendwie auf der Zunge bei ihm, wenn ich ihn so sehe. Wenn ich ihn so spielen sehe. Alfredo Bambino, glaube ich. Kann das sein? Oh, shit. Wie er da runtergeguckt hat, hat er nicht gesehen. Hat er nicht durch die Wand gesehen, dass... Als hat er mich aber schwer enttäuscht, also wirklich. Der Gauner. Mal gucken, mit was für einer letztendlichen Stat-Geschichte er dann aus dem Spiel rausgeht. Jetzt chillt er da. Aber das scheint halt für eine AFK, also wirklich nicht am Keyboard wäre AFK. Ja, naja. Wie gesagt, heute Abend ist Livestream. Es gibt im aktuellen Giveaway gerade eine AK-47 Point Desiree. Eine Point Desiree. Eine Disarray gibt es gerade, ja. Das ist diese coole AK, die diesen Bedazzle Shotter hat. Die Flash hat ganz schön geleckt, oder? Diese coole AK-47 eben. Ich glaube, weil ja doch viele immer nach der Wear fragen. Nach dem Zustand. Wear? Nach dem Zustand. Ich glaube, sie ist in Minimal Wear. Ja. Livestream ab 18 Uhr bis meistens so 21 Uhr. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Er bleibt schon wieder stehen. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag von 18 Uhr bis 21 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr bis Open End. Es gibt immer Counter-Strike, also CSGO in den Streams, aber auch viele andere Sachen, ja, wie zum Beispiel Scum, PUBG, Slime Rancher, Metro müssen wir weiterspielen. Also Multiplayer-Spiele, wir haben jetzt auch Rocket League dazu genommen, wobei ich da, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gespielt und ihr könnt euch vorstellen, wie das jemand spielt, der zum zweiten Mal dieses Spiel spielt. Mir ist jetzt direkt der Name eingefallen, hey. Ich struggle immer mit dem Namen von dem Spiel. Ja, und viele andere Spiele. GTA müssen wir echt mal wieder ran, ja? Hippie-Line? Alter, warum laggt der denn so manchmal? Sagt bloß, der hat einen Fake-Lag noch dazu. Ich meine, ich weiß nicht, ob er cheatet oder nicht. Aber glaubt ihr, der hat... Oh. Oder ist halt irgendwie seine Mutter gerade am Hochladen von gewissen Filmchen? Ich weiß es nicht, aber sein Ping hat sich verschlechtert, oder? War er vorhin auch bei 81? Kann gut möglich sein. Guck mal, ach so, sind die anderen gegangen? Nee. Also wenn er diesen Klatsch jetzt noch rausholt, dann ist er wirklich ein Ferkel. Was war denn das jetzt? Was hat er denn jetzt eben vorgehabt? Ach, die sind AFK. Also ich meine, der ist überhaupt gar nicht, die sind gar nicht ansprechbar, die Gegner. Kann man überhaupt kniend rausgehen aus dem Spiel, wenn du kniest und raustappst, bleibt er dann gekniet oder stellt er sich automatisch hin, weil keine Eingabe mehr kommt? Bleibt die Eingabe gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Aufkomm, mach's nicht so spannend jetzt. Jetzt holt er natürlich... Komm, ich wünsche mir, dass er geklatscht wird, bitte. Nein, Delta, renn nicht davon. Wo geht denn jetzt... Ich wollte gerade umschalten. Ich weiß, ich wollte sagen, ich schalte mal kurz zu Delta rüber. Oh yeah! Ha! Immerhin hat er die Runde noch verkackt. So muss es sich nämlich... So gehört sich das schlecht. So, Leute. Dann überlegt mal, was ihr jetzt drücken würdet hier bei der ganzen Geschichte. Aim Assistance, Vision Assist, Other External Assistance, Griefing. Man weiß es nicht, beziehungsweise ihr wisst es sicherlich. Ich vielleicht auch. Ja, und wir sehen uns dann gleich im Livestream. Denkt dran, ab 18 Uhr geht's heute los. Ich erwarte euch.
Und ich freue mich auf euer Feedback. Ihr merkt schon, ich bin ja schon fast ein bisschen hyped, obwohl es nur ein Overwatch ist, aber so in der Form war es wieder sehr, sehr spaßig. Es erinnert mich an alte Zeiten einfach, ne? So wie es früher war. Gut, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.